Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial mit dem Herr Zombie. Und Luca seinem Skin. Oh, okay. Ja, das war, nein, das war jetzt nur ein Spaß und jetzt habe ich euch schon gespoilert. Nein! Warte, Moment, ich muss jetzt hier mal... Hat man nicht gesehen. So. Ja, also ich mache jetzt hier mit dem neuen Zombie. Du bist ein guter Zombie. Mach ich ein Tutorial. Und zwar habe ich hier eine tolle Wasserfisch mit Tintenpenissen Teleportationsmaschine gebaut. Und zwar teleportiert diese Wasserfische mit Tintenpenissen aus ihrer Welt in unsere. Und zwar funktioniert das wie folgt. Man baut sich irgendwo lang, macht dann ganz viel Wasser hin. Und das am besten mit so einem Wasserfall wie hier. Dann fallen diese... da fallen dann diese Wasserfische mit Tintenpenissen hier runter und sterben. Da habe ich eine Nachricht bekommen. Sehr professionell, ja. So, das war's zum ersten Teil. Ja, weil, Gurken sind grün und Nasen sind Hautfarben. Aber Penisse auch. Oh ja, ich bin witzig. Nein, ich bin scheiße, ich bin schwul. Also eigentlich ist das hier nur ein Füllvideo, weil die Behinderten es nicht geschissen kriegen, täglich Videos zu bringen. Und ihr? Ja, wir haben täglich Videos. Missgeburt. Heute schneide ich das nächste. Ja. Das zweite Tutorial. Und zwar haben... Was ist das denn? Okay. Und zwar haben wir uns einen Tempel gebaut. Also ich habe mir einen Tempel gebaut. Und zwar ist das nicht irgendein Tempel, sondern der Tempel. Der Tempel von Puffy. Wer Puffy nicht kennt, sollte sterben gehen. Das meine ich ernst. Bitte bringt euch alle um. Danke. Ja, und zwar Puffy ist einer der besten, ist der beste Freund der Menschheit. Wie jeder weiß. Wer nicht, sollte sich umbringen. Habe ich schon mal erwähnt, glaube ich. Und ja. Ich bin rausgetappt. Man baut es halt so. Hier habe ich schon mal was vorgebaut. Das muss von außen Diamanten sein, damit man... Ja, Diamanten ist ja sowas für Arme, ne? Und damit man nicht so, so Glitch wirkt, muss man die Diamanten außen platzieren, aber weil man doch in Wirklichkeit Glitch ist, müssen innen drinne ganz viele Emeralds. Das ist wichtig. Merkt euch das, ohne das geht das nämlich nicht. Und jetzt kommt das zum Wichtigen, man braucht einen Item Frame. Nee, hast du nicht. Ein Item Frame. Und zwar craftet man den sich. Das sage ich euch jetzt nicht. Könnt ihr eigentlich selber nachgucken. Ich meine, ich mache hier ein Tutorial, aber ja, ihr könnt ja im Wiki nachgucken, ihr Missgeburten. Ja, den braucht ihr. Und setzt den hier hin. So, jetzt das. Wichtig sind auch noch diese heiligen Fackeln hier. Diese Redstone-Fackeln. Und zwar braucht man jetzt wieder das Wasser, das wir vorhin schon gezeigt haben. Guck mal, da sind ganz viele Wasserfische mit Tintenpinsel gespawnt. Erstmal Gefahren beseitigen. Ja, man muss ja runterschmeißen. Jetzt ist das nämlich erst aktiviert. Das wisst ihr nämlich die meisten gar nicht. Jetzt ist es erst One-Hit bei Tintenfischen. Fast. Ja. So, jetzt habe ich 44 Tintensäcke, das bringt uns zwar nichts, aber egal. Jetzt töten wir uns hier die Viecher. Die sind nämlich ganz böse alle. Der hat uns den Kürbis geklaut, das können wir auch 17. Alles niedermetzeln, das ist jetzt wichtig, sonst geht das nicht. So, jetzt brauchen wir eine
Fishing Rod. So, diese Fishing Rod. Wir gehen jetzt hier zu unserem Enchantment Table. Und dann brauchen wir noch unseren Amboss. Ne, da ist Anvil. Den setzen wir ebenfalls hier hin. Und das ist wichtig, dass er in dieser Konstellation ist, weil dann geht das nämlich nicht. So, jetzt erst jetzt geht's. So, jetzt gehen wir hier rein, schmeißen das rein und sehen. Kriegt nur Unbreaking und irgendwas Unbekanntes. Wir nehmen das Unbekannte. Und das geht nicht. Gucken wir also wieder rein und ja. Ich weiß nicht, wie es geht. Jetzt nehmen wir Lapis. Hat uns eine dunkle Stimme aus dem Jenseits verraten. Jetzt geht Unbreaking. Brauchen wir nicht. Wir brauchen ja noch eine Angel, wenn die Programm nicht gefunden wird. Weil wir sind nämlich schwul. Hast du schon mal von deinem Frau gesehen? Nö. Wieso kann ich das denn hier so Unbreaking verzaubern, hä? Gibt's einen Grund für? Ich hab ja nicht. Na und? Ja, also, das gehört halt dazu. Ich bin ja auch nicht Gott. Na gut, ein bisschen, aber nur ein bisschen halt, wie gesagt. So, wir brauchen jetzt, Lure. Das ist doch Verzauberung. Das ist doch diese tolle Verzauberung, ne? Jetzt nehmen wir eine Angel. Und mal noch eine Kopie von. Und noch eine Angel. Die Angel tun wir jetzt zusammen. Dann trotzdem löschen. Okay, jetzt gehen wir hier hin und angeln. Thank you.
So, wir haben es endlich geschafft. So, wir sind jetzt bereit. Und jetzt. Das ist der Opfergabentisch. Und da opfern wir uns jetzt. Also ich hätte den Kopf von Jürgen gestellt. Da haben wir schon die ersten Gottesanbeter. Die opfert aber irgendwie nichts. Okay, das ist unsere Opfergabe. Das ist jetzt.